Die 12 zum Gruß und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Das Schwarze Auge, die Schicksalsklinge, erster Teil der Nordland-Trilogie. Und wir befinden uns gerade in einer Höhle, die wir auf dem Weg von Feldstein Richtung Orkanger getroffen haben. Oder gefunden haben, es war nämlich mehr Zufall. Es sah aus wie ein Hinterhalt, wir haben diese Höhle aber entdeckt und Handor wird jetzt sich direkt mal mit einem Zaubertrank stärken. Und ich weiß nicht, Kailana macht das, glaube ich, mal besser auch. So langsam werden auch die Zaubertränke knapp. Das heißt, wir sollten doch in Bälde wieder Zaubertränke nachkaufen. Okay. Haben wir noch hier was? Nein. Das war's, Leute. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Hoffen wir, dass die Zwölfe mit uns sind. Sardine wird zur Stärkung noch eine vierblättrige Einbeere futtern. Ist jetzt nicht wahr, dass die nur einen gegeben hat, oder? Okay, dann zwei, die immerhin einen geben. Wir können natürlich auch in dieser Höhle rasten, aber ob wir das machen sollen, ich weiß es nicht. Schauen wir uns mal um. Die Wände sehen roh aus. Könnte eine Orkhöhle sein. Erkunden wir erstmal diesen Raum. Hier liegt ein totes Wildschwein, offensichtlich frisch ausgeweidet. Wollt ihr eure Rationen auffüllen? Wir sind eigentlich gut dran. Nein. Hier liegt ein großer Berg von Abfällen. Wollt ihr ihn durchsuchen? Nein, weder der eine noch der andere. Wer durchsucht denn Abfälle? Wir sind doch keine Goblins, oder? Okay, weiter geht's. Sagt also Kailana und ihr wollt doch auch keine Goblins sein, oder? Okay, schauen wir mal weiter. Was ist denn hier los? Große Schröter. Ein gar fürchterliches Insekt, weiß Kailana zu berichten. Wie kriegen wir die am besten? Also mit Armbrüsten schon mal nicht. Am besten kriegt man sie in Überzahl. So große Schröter haben recht viel Lebensenergie. Das heißt, wir sollten unsere Magier, die den hohen Paradewert haben, zwar auch den niedrigen Lebensenergiewert, aber den hohen Paradewert, die sollten wir mal hier vorne dran stellen. Sardine kann sich ja noch immerhin mit einem Zauber schützen. Machen wir hier eine normale Attacke. Das hier bringt uns nicht viel weiter. Normaler Angriff. Gut gemacht, Streitwart. I do not like it. Handor, was kannst denn du da jetzt machen da hinten? Du stehst da total doof in der Ecke. Denn der Kurglim, der muss sich um den anderen großen Schröter kümmern. Okay, dann machen wir das so. Hast du irgendeinen sinnvollen Zauber, den wir hier gebrauchen können? Nee. Dann wartest du ab. Okay, Kurglim geht ein Feld hier rüber. Und er wird seine Waffe wechseln. Wenn ich ihn jetzt auf Computerkampf stelle, dann kann er aus... Ja, dann kann... wenn ich ihn jetzt auf Computerkampf stellen würde, dann könnte er von hier aus angreifen. Aber diesen Bug oder dieses Loophole will ich jetzt nicht benutzen. Deswegen nehmen wir das Kriegsball in die Hand und warten ab. Und man sollte bei diesen großen Schrötern aufpassen, die haben verdammt scharfe Kieferwerkzeuge. Okay, Kailana wird die Waffe wechseln zum Schwert und wird sich einen Acceleratus verpassen. Damit haben wir nämlich bisher gute Erfahrungen gemacht. Sie ist jetzt magisch beschleunigt. Und komm, du kannst doch bestimmt so einen... Kannst du einen Bannballadin, du kannst einen bösen Blick oder einen Horiphobus. Kannst du denn einen anderen Beherrschungszauber noch? Naja, ne? Herr der Tiere wäre jetzt irgendwie witzig. Wie wär's mit einem Horiphobus? Mist. Jetzt muss ich mir gleich einen Armatrutz anzaubern. Sonst könnte es hier nämlich nochmal knapp werden. Ich glaube, so ein großer Schröter hat ungefähr 33 Lebenspunkte.
Ist also nicht so ohne. Wir müssen hier tierisch aufpassen. Und der Panzer ist dick, und da werden wir eine Zeit lang dran knabbern. Komm, noch einer. Ein Schadenspunkt. Es ist schade, dass der Balsam Salabunde nicht im Kampf angewendet werden kann, sonst könnte Handur zumindest mal Streitwart heilen, wenn er irgendwie Lebensenergie verliert. Machen wir eine normale Attacke. Das war nix. Immerhin. Den ersten müssten wir mal bald gepackt haben. Okay. Zardine. Du kannst doch den Armatrutz. Ja, mach. Nee, oder? Mach 5. Ist besser, hier jetzt mal ein bisschen Rüstungsschutz zu haben. Bevor du hier noch Leben verlierst. Was? Das heißt, der Typ hat... Moment, wir haben Rüstungsschutz... Ne, 5. Ja, doch, Rüstungsschutz 5. Das heißt, er hat mindestens 6 Schaden gemacht. Das ist schon ordentlich für so einen Käfer. Und Kuglim braucht unbedingt auch einen Acceleratus, stelle ich gerade wieder fest. Immerhin ein Trefferpunkt. Leute, das wird eine verdammt lange Nummer. Und warum hat Andrea eigentlich nicht diesen Kukris-Dolch oder was es war da genommen? Damit hätte sie doch schönen Schaden machen können. Genau, box den mal. Den Käfer. Wow, der hat geschrien. Nice. Okay, da kommt jetzt der Nächste. Der möchte gerne hier in die Lücke vorstoßen. Das werden wir hoffentlich zu verhindern wissen. Wie machen wir das am besten jetzt? Es war ja schon sehr sinnvoll, mit dreien auf einen einzuknüppeln. Ne? Dann sollte Andrea mal hier rüberlaufen und dann versuchen wir uns um den da zu kümmern. Damit wir Handor vielleicht irgendwie auch noch integrieren können in diesen Kampf. So. Ein Angriff auf diesen. Oh, das war nix. Jetzt aber, komm. Ach, Mist. Immerhin nochmal 4 Trefferpunkte. Da steht Kurglim. Okay, Handor tut sein Bestes. Greif ihn mal ganz normal an. Eins, zwei. Jetzt versuchen wir ihn mit 4 Leuten in die Mangel zu nehmen. Wenn Kurglim jetzt gleich nochmal dran ist. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist diese Taktik, die die großen Schröter hier gegen uns anwenden. Immer mal wieder so ein Schadenspunkt. Oder mal 2. Sehr, sehr hinterfotzig. Gut. Das ist ein Kampf gegen wilde Tiere. Da könnte sogar... Streitwart mit dem Einsatz von Magie einverstanden sein. Aber wir werden Streitwart jetzt nicht verzaubern. Kommt, Leute. Die müssen doch platt zu kriegen sein. Aber treffen müsste man halt, ne? Aha, das wird doch schon eher was.
Sehr gut. Hoho, gut geboxt. Hoho, Zadine. Du hast ja ein paar flotte Fäuste, Kid. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist mein Million-Dollar-Baby. Wobei ich jetzt den Film gar nicht so gut fand. Oh Mann, ey. Oh Mann, ein Trefferpunkt mit einer Axt. Grrr. Der andere große Schröter ist jetzt auch mittlerweile bei Kurglim angekommen. Oh! Wir müssen so ein bisschen die Lebensenergie der Charaktere im Auge behalten, weil die immer mal wieder so einen Schaden machen. Dann kriegt man das nicht wirklich mit, wenn die viel auf einmal verlieren oder wenn sie halt unter einen kritischen Wert fallen. Aber soweit sieht noch alles okay aus. Das da ist der, das ist wohl der große Schröter-Captain. Er hat echt viel Lebensenergie. Wir sind immer noch dabei, den zweiten zu töten. Das wollte ich nur noch mal so an der Stelle erwähnen. Wir haben bisher erst einen einzigen getötet von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 oder 10. Ich weiß nicht, die stehen ja teilweise auch da oben an der Wand, da sehe ich das nicht so gut. Der zweite hat ins Gras gebissen. Der zweite hat ins Gras gebissen. Paradepatzer. So, der nächste ist dran. Oh, Kuglim verletzt sich auch selbst durch einen Attackepatzer. Sichern. Leute, der Part hier, der wird so ewig lange, einfach nur wegen diesem Kampf gegen die großen Schröter. Er hat Hando erwischt. Und zwar ziemlich fest. Jetzt aber. Ich sehe es aber nicht ein, hier noch mehr Magie zu investieren. Ich glaube, wir kommen nämlich so noch ganz gut durch. Das Tolle ist, sie scheinen nicht durch die Rüstung von Streitwart und Kurglim gut durchzukommen. Das Kettenhemd hilft da wohl. Oh Mann. Oh, doch nicht. Krass. Ich glaube, Streitwart hat Schutz, hat Rüstungsschutz 4. Das heißt, er hat 7 Trefferpunkte gemacht. Das ist schon beachtlich. Ich werde aber keinen Computerkampf hier machen. Das könnt ihr vergessen. Ich mache das nicht. Komm, eine aggressive Attacke. Boah, der muss doch bald mal dran glauben. Der kreischende Schröter. Problem trifft nix. Zeigt es diesen Bestien verdammt nochmal. In Firuns Namen, das ist doch keine gefällige Jagd, die hier stattfindet. Das sind doch fiese Bestien, die euch da angreifen. Haltet euch nicht so zurück. Es ist eh kein Kampf, in dem es auf Ehre ankommt. Oder mir irgendwelche Großwildjäger am Start, die sich hier irgendwas beweisen wollen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was haben wir hier für einen Gegenstand momentan drin? Haben wir die Einbeeren? Ja. Sollen wir den Spiegel benutzen? Wir nehmen mal so eine Einbeere. Bringt immerhin mal 2 Lebenspunkte.
Ja, schön. Zwei Trefferpunkte immerhin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh mein Gott, er hat sich selbst verletzt. Ach du meine Fresse. Hando hat sich gerade seinen eigenen Sack mit seinem Zauberstab amputiert. Und nur Rondra respektive Hesinde wissen, wie der das schaffen konnte. Ach du meine Fresse. Ah, ja, ich glaube, wie viel Schaden kann man mit so einem Zauberstab machen? 7 Schadenspunkte ist, glaube ich, das Maximum. Und Hando hat Rüstungsschutz 1 oder Rüstungsschutz 0. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er müsste so fast maximal Schaden gegen sich selbst gemacht haben. Krasse Sache, ey. Krasse Sache. Und ja, die Schröter, die knabbern hier noch munter an Sardines Schienbein weiter rum. Also echt ohne Witz. Das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Im Gegensatz zu unseren Helden haben die großen Schröter doch noch relativ viel Lebenspunkte. Ey, sag mal, ist er jetzt nochmal getroffen worden von dem großen Schröter? Er hat jetzt gerade 13 Schadenspunkte innerhalb von einer Kampfrunde kassiert. Das ist echt übel. Ich hoffe, der überlebt noch eine Attacke. Sodass wir gleich nochmal eine Einbeere oder so mit ihm fressen können. Ich glaube, er hat nur noch ein Wirselkraut. Das müssen wir mal gucken. Ansonsten gebe ich ihm ein Wirselkraut. Na also. Nein! Sie haben Hando getötet. Diese scheiß Mistkäfer haben Hando getötet. Ist das übel. Ist das übel. Der hat 20 Schadenspunkte in einer Kampfrunde gekriegt. Da war nicht viel zu machen. Also ich meine, ich konnte jetzt echt nicht viel dagegen ausrichten. Ja, vielleicht hätte ich vorhin noch schon ein Wirselkraut essen sollen. Ich meine, er hatte ja irgendwie noch 14 Lebenspunkte, ja. Also er hatte noch 14 Lebenspunkte, eigentlich. Ich habe gedacht, damit würde doch wohl mindestens eine Attacke überleben. Oder zwei, ne? Ah, nee, wirklich, ey. Meine Fresse. Es ist einfach so ätzend, mit den Magiern am Anfang zu spielen. Die können halt wirklich nicht viel, ja. Stirbt man sogar gegen diesen dämlichen Käfer. Ich werde einfach wieder zurückkommen und mich fürchterlichst rächen an ihnen und an ihren Nachkommen. Diese ganze Höhle ausräuchern. So, Kurglim, Kammerjäger. Ein Schadenspunkt, sensationell. Mit einem Kriegsbeil. Also, ich weiß nicht, wie viele Rüstungspunkte hat so ein großer Schröter? 4 oder so, ne? Ich meine, die haben keinen hohen Attacke-Parade-Wert, vielleicht irgendwie 5, 4 oder irgendwie sowas. Aber es langt halt eben, um Hando zu killen. Da muss man nicht viel können, ne? Ja, ich glaube, Sardine ist die nächste, oder? Die muss ich da jetzt gleich mal den Weg frei boxen. Wobei, die hat, glaube ich, auch Wirselkraut in der Hand. Da werde ich das mit der einfach vorher futtern. Na also, dann kann Sardine da jetzt ja gleich mal abhauen. Oh, obwohl, die ist echt noch fit. Aber ich glaube, ich gehe mal nur auf Nummer sicher. So, dann zu viert jetzt auf diesen großen Schröter. Boah, Alter. Ey, ich habe schon gedacht, wenn die sich jetzt nur mit ihren eigenen Fäusten schwer verletzt, Alter. Ja, neuester Fausttanz. So richtig Spam. Komm, Streitwart. Mache platt. Mhm. Ja, ich glaube, da hatte Sardina auch gerade eine Gegenattacke frei, weil der Schröter gepatzt hat. Aber die macht halt keinen Schaden. Die macht halt irgendwie zwischen... Ja, oder vielleicht macht sie 1 bis 6 oder sowas, ne? Und alles unter einer 5, da kriegt so ein großer Schröter ja keinen Schaden dann durch, ne? Vielleicht besorge ich mir auch nochmal eine andere Rüstung hier für meine Krieger. Und dann kannst du einfach die vorschicken und dann werden die hoffentlich nicht mehr krepieren. Na komm.
Boah, ey, Kurglim, das ist. Oh, das ist. Der kämpft mit einem Kriegsbeil. Ja. Das ist eine Waffe, die dazu entwickelt wurde, um Panzerungen besser zu durchdringen. Wie ihr alle wisst, wenn ihr mein Let's Play von Barbarian Invasion gesehen habt. Übrigens, der Teil hier ist jetzt übrigens auch etwas nachkommentiert. Das heißt nämlich, ich habe hier vorhin, als sie Hando getötet haben, so abgeflucht. Ich konnte das, glaube ich, ich konnte das echt nicht bei YouTube hochladen. Das wäre echt nicht mehr jugendfrei gewesen. Und ich wollte jetzt auch nicht, dass es hier halt zugeht wie im Puff, ja. Und ich habe ein paar Sachen gesagt, auf die ich nicht stolz bin. Insofern wollte ich das gerne rausgeschnitten haben, habe das danach kommentiert. Also seht's mir nach. Jetzt geht's auch übrigens mit dem Originalkommentar wieder weiter. Ja, da steht nur einer drauf, ne? Den habe ich eben nicht gesehen. Ist unerreichbar. Ach du meine Fresse, dann stehen da oben noch zwei große Schröter oder was? Es kann sich ja nur noch um Tage handeln, bis dieser Kampf fertig ist. Aha, da ist das nächste Ungeheuer. So, 10 Schaden waren das jetzt. Da will ich hin. Mist, da führt kein Weg hin. Komm, dann geh hier hin. Und dann greifst du mit Saline zusammen diesen Schröter da an. Na, komischerweise, wenn Kurglim in der Nähe von Streitwald steht, dann gibt er sich auf einmal mehr Mühe, hier zuzuhauen und so einen Gegner aus dem Weg zu schaffen. Das erklärt so einiges. Ich glaube, ich muss meine Kommentare nachher rauslöschen. Also Leute, wenn ihr hier nachher nicht die ultra versauten Kommentare gehört habt, dann habe ich was rausgeschnitten, weil es nicht jugendfrei war. Und ich bin nicht stolz darauf. Streitwart noch fit? Ich glaube, ich brauche gleich wieder einen Acceleratus für meine Elfe. Aha. Der nächste. Ach, Moment mal. Ach so, das ist Zardine, die dran ist. Ich habe gedacht, das wäre Kurglim, der dran wäre. So, dann hätten wir den nächsten umzingelt, den wir jetzt mit Wattebäuschen zu Tode foltern werden. Oh Mann, Platt, 5 Trefferpunkte, endlich mal. Ich werde auch nicht immer aggressiv attackieren, sonst kriege ich da am Ende noch übelst auf die Fresse. So, jetzt gehe ich mal mit Sardine ein Stückchen rüber. Wenn man mal Streit war, der haut wenigstens gut rein. Ach du meine Fresse. Jetzt kriegt Andrea noch mal gut auf die Mütze von dem Schröter. Komm, Streitwart. Knüppel aus dem Sack. 3 Trefferpunkte, immerhin. Ja, es ist doch so Level 1, Level 2. Das ist noch gar nicht so einfach, hier durch das Spiel durchzukommen. Also, das ist schon anspruchsvoll. Also auch gegen solche Insekten und jetzt momentan werden die sterblichen Überreste von Handor mit irgendwelchen verklebten Insektenresten zugekleistert. Da bin ich jetzt auch nicht so ein Freund von. Wir müssen den ja auch nachher wieder in Zartempel schleppen. Oh, leck, Kailana, wirklich. Du fängst jetzt genauso an wie der Magier vorhin, oder wie? Und dann müssen wir erstmal den Zauberstab aus seinem Sack rausknoten, der da wahrscheinlich noch drin hängt. Das müsste man den Leuten ja auch irgendwie erklären. Schleppst du so einen toten Magier rein? das ist nicht das, wonach es aussieht.
Wie machen wir das dann? Ich überlege gerade. Oh, der ist jetzt tot. Ne, der lebt noch, ne? Also. Ich überlege gerade, mit 5 Mann durch die Höhle, das könnte auch wieder noch. Das könnte auch wieder böse enden. Vielleicht werde ich diese Höhle da einfach mal verlassen. Einen Zahntempel suchen. Handor zum Leben erwecken. Oh Gott, ist das so lame eigentlich, ne? Und dann. Ach ne, Moment. Und dann gestärkt irgendwie wieder hier hin zurückkehren oder so. Wieder Zielfeld ist blockiert. Komme ich da hin? Lauf mal hier rum. Da komme ich nicht hin. Dann greif den mal an. Ah, jetzt habe ich abwarten gemacht. Ich bin so ein Dödel. Hätte er schon angreifen können. Oh Gott, Kurglim verletzt sich auch selbst. Wisst ihr, was auch richtig ekelhaft wäre, wenn ich jetzt gleich hier einen Stufenanstieg bekomme? Kriegt nämlich Handor. Dann fehlen Handor nämlich irgendwie 80 Punkte oder 80 Abenteuerpunkte oder so, um zu der Truppe wieder aufzuschließen. Das wird lustig. Aber sowieso wird irgendwann, Andrea wird den anderen Helden irgendwann davonlaufen. Einfach nur, weil die... Das müssen wir aber eigentlich noch überleben. Einfach nur, weil die vorne als erste in der Gruppe rumläuft und die kriegt halt für alles immer ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, wenn die halt eine Falle entdeckt oder irgendwie sowas. Boah, die sind echt zäh, wirklich. Na, endlich, der Nächste. So, wenn du jemanden wirklich umbringen willst, musst du das Zardine machen lassen, habe ich den Eindruck. Die Zardine mit den Killerfäusten. Zielfeld blockiert, zu weit. Dann lauf mal hier hin. Lauf mal hier hin. Wir machen das jetzt noch mit den zwei anderen. Das sind ja nur noch zwei große Schröter, wenn ich das richtig sehe. Und dann müssen die Leute ran, die... Was sind das jetzt wieder? Dann müssen die Leute ran, die richtig Schaden machen. Und ich glaube, der Maximalschaden von... Wir machen mal hier gerade Werte prüfen. Der Maximalschaden ist 2 bis 7 immerhin. Sie hat so einen niedrigen Attackewert. Immerhin noch Rüstungsschutz 5 hat sie. Das erklärt vielleicht auch, warum Handor tot ist und Zardine noch lebt. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so schnell stirbt, natürlich. Ne? Zar, steh uns bei. Wir haben wieder einen Recken, den wir zu dir in den Tempel schleifen müssen. Wahrscheinlich irgendwann, in 10 Jahren, wenn wir dann den Orkensturm abgewehrt haben oder so. Das wird natürlich ein bisschen früher passieren, aber ich stelle mir gerade vor, so in 10 Jahren gibt es dann hier so die
weiß ich nicht, Zar-Travels oder so, wo man sich dann die großartigsten Zar-Tempel in Torval anguckt und in jedem Kuhkaff, wo so ein Zar-Tempel steht, steht halt so ein riesiger, prunkvoller Palastbau, einfach nur weil unsere Helden so oft krepiert sind und wir der Tempelgemeinde immer irgendwie 100 Dukaten geschenkt haben. Die Spenden müssen sie ja nicht versteuern, aber das ist ja, das wäre irgendwie so geil. Das wären dann irgendwann die größten Gebäude so in Torval oder halt in der Ecke hier. So, ich sehe den jetzt gar nicht genau, aber ich kann mir denken, wo er ist, anhand dieses Zielfeld blockiert Sachen Dingens da. Oh Mann, Kinder. So, jetzt aber. Ich gehe jetzt nur noch auf alte Optionen. Und hoffe dann, dass wir sie bald gepackt haben. Ich kann mir gleich wieder hier. Ja, wir können gleich den Spiegel von Zardine benutzen und darauf uns so eine Laien-Würselkräuter ziehen. Und ich glaube, so viele nicht Würselkräuter, vierblättrige Einbeeren, dann machen wir uns eine vierblättrige Einbeerenlaien. Ich glaube, so viel wie wir davon schon gefressen haben, geht das jetzt mittlerweile schneller, wenn wir die einfach nur durch die Nase ziehen. Junge. Wäre jetzt geil, wenn wir irgendwie eine Armbrust finden bei denen oder so. Der große Schröter mit der Selbstschussarmbrust auf dem Rücken. Kommt, Kinder. So, jetzt aber. 180 Abenteuerpunkte. Nice. Oh, Hando hat noch Astralenergie, obwohl er tot ist. Ja, dann werde ich schon den Part hier beenden. Ich weiß es noch gar nicht genau. Ich würde sagen. Ich würde sagen, wir haben kein Licht. Weil unser Magier tot ist. Ja, stimmt. Das ist ja genau der Magier krepiert, der den Stabzauber hatte. Und der von Zardine, der ist ja misslungen. Okay, wer zündet die. Tot. Wer zündet die Fackel an? Wer hat denn die Fackel überhaupt hier? Da. So. Okay, ich glaube, das ist ein Grund mehr, um diese Höhle mal kurz zu verlassen und auf dem Rückweg nochmal vorbeizuschauen. Denn wir müssen jetzt erstmal unseren Burschen heilen. Nein, wir wollen diesen Abfallhaufen immer noch nicht durchsuchen. Sag mal, was habt ihr denn da mit eurem Abfallhaufen? Also schnellstens in den Zartempel. Und ich muss mich jetzt hier nochmal schnell umgucken, wo wir hier überhaupt einen Tempel finden, damit wir mal gerade speichern können. Denn ihr wisst ja. Keine Probleme damit, wenn meine Helden mal sterben. Komm, das ist ein Zartempel. Ein Rondra-Tempel? Ist ja eigentlich auch geil. Ich glaube, da könnte Streitwart mal beten. Dann nennen wir das Ding mal hier Ork-Anger. Und mache ich hier Schluss mit dem Part für heute. Leute, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Oder sehen wir uns im nächsten Teil wieder? Oder gucken wir hier noch, ob wir. Ach komm, wir gucken mal gerade, ob wir hier noch irgendwas finden. Wir haben jetzt ja mal gespeichert. Sind wir ansonsten hier irgendwo in der Ecke auf den Zartempel getroffen? Ich glaube nicht, ne?
müssen auch bald mal eine Herberge aufsuchen. Es gibt auch die Möglichkeit, Handor in einem Travia-Tempel oder so, glaube ich, wieder zu beleben. Oder es könnte sogar sein, dass es in einem Ronra-Tempel geht. Ich meine nämlich, ich meine, das ist so, es gibt zwei oder drei Tempel in diesem Spiel, die einfach jedem in der Gruppe einen Lebenspunkt geben oder zwei oder sowas. Und wenn man das macht, oder ja, oder so ein Tempel, der einfach einem Helden einen Lebenspunkt gibt oder irgendwie sowas. Und dann könnte man das tatsächlich schaffen, dass dann zufällig Handor derjenige ist, der irgendwie fünf Lebenspunkte kriegt oder so. Dann wäre Handor wieder unter den Lebenden. Also das geht auch. Dann muss das nicht unbedingt ein Zartempel sein. Ich würde sagen, wir spenden 50 Dukaten für Rondra. Jetzt nicht, dass sie uns bisher hold gewesen wäre, doch in dem Kampf gegen die Räuber. In dem Kampf gegen die Räuber. Aber da hat ja auch Magie mitgespielt. Also dann beten wir mal einfach ein bisschen. Sodass keine Magie mehr wirken kann. Oh, dann haben wir jetzt mehr Magieresistenz. Also Kugeln hat man minus 2. Streif hat sogar minus 4. Naja, warten wir es mal ab. Das war wieder das Gleiche. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen beten und mir nochmal überlegen. Da ist es hier nochmal. Aber es muss auch noch irgendwas anderes geben. Also es gibt immer mehrere Wunder, die in so einem Tempel gewirkt werden können. Und bei der Summe, da sollte da irgendwas drin sein, oder? Ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich ansonsten hier in der Nähe noch einen Zartempel. Oh, ich glaube, mein Konto scheint ausgeschöpft zu sein. Ich glaube, ich bin ansonsten jetzt auch ziemlich unverschämt, dass ich hier die ganze Zeit rumbettele. Okay. Dann haben wir Rondra jetzt 50 Dukaten gespendet. Ich werde hier an der Stelle mal mit dem Part Schluss machen für heute. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die Zwölfe mit euch und ganz besonders Zar.